7 Wochen zu früh kamen sie auf die Welt, die Zwillinge Ella und Luise. Ihre Mutter ist heilfroh, dass die Frühchen in der Kinderklinik Siegen weiter versorgt werden. 2012 stand die Klinik vor dem Aus. Das Geld fehlte. Die ganze Region wäre dann ohne Kinderkrankenhaus gewesen. Also wenn ich das miterlebe, wie schnell es da auch gehen muss und wie schnell gehandelt werden muss. Und wenn ich mir vorstelle, dafür musste ich erstmal 100 Kilometer fahren, weil planbar ist das ja sowieso alles nicht. Das würde mich mit sehr viel Angst erfüllen. Im Umkreis von 100 Kilometern ist die Siegener Klinik das einzige Kinderkrankenhaus. Rund 55.000 Kinder und Jugendliche werden hier pro Jahr behandelt. Nur durch Millionenzuschüsse konnte es gerettet werden. Doch Chefarzt Dr. Bayerlein kämpft weiter mit Geldsorgen. Vor wenigen Stunden hat er die 6-jährige Zeynep notoperiert. Ihr Ellbogen ist gebrochen. Über Nacht behält er sie zur Beobachtung in der Klinik. Natürlich ist es so, wenn ich einen 35-jährigen Mann mit einer einen Bruch vom Radius habe, der bekommt eine Versorgung, der kann danach nach Hause gehen und wenn er was hat, dann geht er halt wieder ins Krankenhaus. Und bei Kindern ist es natürlich so, da ist das vom Gewebe schon anders, die Versorgungen sind anders und wie gesagt, gerade die kleinen Kinder, die müssen eben durch geschultes Personal überwacht werden, weil die eben nicht sagen können, oh, es kribbelt nicht. Oft genug bleibt er dann auf den Kosten für die stationäre Aufnahme der Kinder sitzen. Denn bezahlt wird meist nur das, was auch bei Erwachsenen erstattet wird. So sieht es das Fallpauschalensystem vor. Bei Kindern reicht das nicht, denn die Behandlung von Kindern kostet mehr. Mehr Zuwendung, mehr Personal, mehr Zeit. Das weiß auch die Controllerin des Krankenhauses. Wenn man einen Fall hat, wo man eigentlich weiß, das braucht länger, da braucht man mehr Zeit, um da überhaupt zu einer Entscheidung, zu einer Diagnose zu kommen. So, und das Fallpauschalensystem schreibt einem dann vor, nein, der Fall muss entlassen werden. Dann kommt man schon in Konflikte, wo man dann sagt, wenn es mein Kind wäre, dann möchte ich eigentlich auch, dass es länger bleiben könnte. Mehr medizinische Geräte für jedes Alter und auch mehr Personal in der stationären Kinder- und Jugendmedizin, all das verursacht hohe Kosten. Doch die deckt das Fallpauschalensystem nicht ausreichend ab, kritisiert der Deutsche Ethikrat. In der stationären Kinder- und Jugendmedizin ist eine erhöhte Rate von Notfällen und übrigens auch eine erhöhte Rate von seltenen Erkrankungen zu behandeln. Und beides hat natürlich auch Kostenkonsequenzen. Sie müssen für Notfälle bestimmte Dinge einfach vorhalten, auch bestimmtes Personal. Das sind alles Kostenfaktoren, die sich im jetzigen Entgeltsystem nicht wirklich richtig abbilden. Die Folge: immer mehr Kinderkrankenhäuser und Abteilungen mussten schließen. 1991 gab es noch 440, 2014 waren es nur noch 356. Jochen Scheel vertritt die Kinderkliniken in einem Fachverband. Er fürchtet, das Sterben der Kinderkliniken wird weitergehen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie als Eltern einen Notfall zu Hause haben mit Ihrem Kind und suchen dringend dann eine Versorgung, dann muss die nächste Versorgungsmöglichkeit möglichst nahe sein. Wir sagen maximal 30 Kilometer entfernt, was heute in vielen Regionen schon nicht mehr einzuhalten ist. Das ist natürlich ein großes Risiko, wenn irgendeine lebensbedrohliche Erkrankung vorliegt, kann das ein Riesenproblem werden. Jan Pascal hatte Anfang des Jahres tagelang Kopfschmerzen. Im Kreiskrankenhaus in Perleberg-Brandenburg gibt es noch eine Kinderstation. Das rettete dem 16-Jährigen das Leben. Ich habe gedacht, das ist bestimmt nur so eine Erkältung. Ist jetzt nicht wirklich viel länger, so eine Wintererkältung und so. Kann immer passieren. Ja, aber dann nach Tag zu Tag wurde es dann halt immer schlimmer. Dann habe ich mir schon so gedacht, da könnte wirklich was Schlimmes dahinter sein. Die Schmerzen werden immer stärker. Nachts muss er in die Notaufnahme der Kinderstation. Nach umfangreichen Untersuchungen stellen die Mediziner im Kernspin fest, Jan Pascal hat eine fortgeschrittene Hirnhautentzündung. Die Erkrankung, die er hat, führt unbehandelt in 70% der Fälle zum Tode, so dass, wenn wir hier nicht wären, ein niedrigschwelliges Angebot gar nicht da gewesen wäre und der Junge wahrscheinlich noch ein paar Tage weiter unbeobachtet ambulant weitergelaufen wäre, bis er wirklich völlig zusammengebrochen wäre. Das Kreiskrankenhaus in Perleberg kann sich die Kinderstation nur leisten, weil andere Abteilungen wie Kardiologie und Chirurgie die Kinderklinik quersubventionieren.
Die Kinderklinik macht uns da schon jeden Tag Sorgen, weil die Kosteneinnahmenstruktur nicht der entspricht wie vielen anderen Abteilungen. Das heißt, dass wir bei 900 Patienten Einnahmen haben, die die Personalkosten bei Weitem nicht decken. Gerade Kinderkliniken in dünn besiedelten Regionen rechnen sich oft nicht, sind aber nötig, um die Grundversorgung zu gewährleisten. Wir fragen nach bei Gesundheitsminister Kröhe. Sollte für Kinder- und Jugendmedizin mehr Geld zur Verfügung gestellt werden? Sollten die Fallpauschalen, die sogenannten DRGs, nicht großzügiger angepasst werden? Schriftlich teilt uns das Ministerium mit, Zitat: Seit Einführung des DRG-Systems konnte die sachgerechte Vergütung der Versorgung von Kindern kontinuierlich verbessert werden. Sachgerechte Vergütung? Die Behandlung von Kindern ist teurer als die von Erwachsenen. Werden die Fallpauschalen nicht deutlich angepasst, wird das Folgen haben, befürchtet der Deutsche Ethikrat. Ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft zwar gerne sagt, sie ist kinderlieb und Kinder sind willkommen, wenn es aber spitz auf Knopf geht, und hier geht es spitz auf Knopf in der Kindermedizin, dann gibt es doch keine große Lobby für diesen Bereich. Keine Lobby für die Kinder, keine Lobby für die Kinderkliniken. Ändert sich nichts, geht das auf Kosten der jüngsten Patienten.